Was geht, Leute? Hamburg Gangsters hier und herzlich willkommen zu einem neuen Wer bin ich? Und mit dabei habe ich den guten FIFA Victory. Was geht, Leute? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und damit auch von meiner Seite hallo und herzlich willkommen zu diesem wundervollen Video. Es ist lange her, aber ich habe Bock, mal wieder was mit dir aufzunehmen, Kevin. So geht's mir auch, mein Lieber. Wie gesagt, wer Bock hat, checkt auf jeden Fall die andere Folge bei ihm auch aus. Und zwar machen wir ein Wer bin ich? Champions League Group Stage Special. Oh ja. Die einzige Challenge, die wir haben, ist, es muss ein 86er Plus Rating haben, also 86 oder höher. Und ja, dementsprechend machen wir aber auch sowas wie eine Unlock-Challenge. Das heißt, wenn die Zeit es erlaubt, wenn es den Rahmen, sag ich mal, von 15 Minuten überspannt, machen wir drei Spieler, ansonsten zwei. Und man kann immer nur einen theoretisch fertig erraten, dann kommt erst der nächste, man kann nicht vorziehen oder so, und wer zuerst alle erraten hat, ich würde sagen, der... Also ich? Ja, mal gucken, werden wir sehen. Der guckt, dann wer gewonnen hat. Und ich würde sagen, wir beginnen mit einem Ching-Chang-Chong und gucken, wer anfängt. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, Ching-Chang-Chong. Ich hab Papier. Schere. Nein! Stabil. Okay, fangen wir an. Spiele ich in einer der fünf Top-Ligen? Heißt. Ja. Ja? Aber kannst trotzdem erklären, welche das sind. Ja, BBVA, Premier League, Serie A, League A und Bundesliga. Mhm. Okay, ich spiele bestimmt in der Premier League, oder? Nein. Ah. Okay, spiele ich in einer der Top 5 Ligen? Ja, klar. Okay, dann spiele ich in der Premier League? Ja. Oh shit, Jungs, das kann lustig werden. Ich würde jetzt eigentlich gern so mal voll random reinknallen so und sagen, bin ich der und der, aber ich glaube, das kommt voll scheiße. Versuch. Weil ich dann, nee, das ist zu riskant. Ich sag, spiele ich bei Liverpool? Nein. Guck, er ist direkt den falschen. Ja, spiele aber ich glaube, ja. In der BBVA. Ja. Spiele ich bei einem der drei Clubs, die ich jetzt nenne, Atletico Madrid, Barca oder Real? Ja. Spiele ich im Stürmerbereich, also Flügel und Sturm? Nein. Okay. Spiele ich, ja gut, die oberen Tabellenhälfte macht ja auch keinen Sinn, wenn ich die sage, weil die müssen ja drinnen sein, sonst werden sie nicht Champions League. Spiele ich bei City? Nein. Oh, jetzt wird's interessant gleich. Jetzt bin ich gespannt. Spiele ich bei Barca? Mhm. Spiele ich in... Wait, im Mittelfeld fällt mir ja keiner ein. Spiele ich im Tor? Nein. Spiele ich bei... Oh, ich muss überlegen. Manchester United? Ja. Oha. Spiele ich im Mittelfeld? Ja. Bin ich Paul Pogba? Nein. Oh, Gott sei Dank, den wollte ich erst nehmen, aber habe ich nicht genommen. Scheiße. Boah, Junge. Klar. Oh. Ich spiele nicht im Tor, ich spiele aber auch nicht im... Ja, spiele ich in der Verteidigung? Nein. Bin ich Fred? Nein. Nein, wer war denn noch im Mittelfeld? Ich weiß. Das ist mies. Das ist richtig. Der Moment. Das heißt, ich spiele im Mittelfeld. Ja. Boah, bin ich Spanier? Ja. Bin ich Koke? Nein. Oh. Koke spielt er bei Barcelona? Ach nee, warte mal, Koke spielt ja bei Atletico. Ja. Ehrenmann. Wo ist los, Bruder? Oh nein. Wie kann er das sein? Warum weiß ich nicht? Pogba. Bei Pogba und Fred sind's nicht. Bin ich, Boah, Bruder muss fucking los. ich spiele im Mittelfeld also. Mhm. hat meine Karte ein Rating von 87 oder drunter? Ja. Oh, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt und ich weiß es wieder mal nicht. Im Mittelfeld. Mhm. Ist meine Karte Engländer von der Nation? Nein. Verdammt.
Ja, ein Spanier im Mittelfeld bei Barca. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Habe ich ein Rating von 88 oder höher? Ja. Jetzt okay. Wird's kritisch, jetzt wird's kritisch. Das heißt, ich muss irgendeiner Bekannten sein. Ja, kann man so sagen. Spanier? Alter, was? Wer spielt denn alles bei Barca? Barca 88 plus ZM. Bin ich eher offensiv? Nein. Okay. Alter, scheiße, ich komme einfach nicht auf den ZM, also ich meine Mittelfeldspieler. Also, das heißt, ja, ich bin ja auch kein Flügel, dann wäre ich ja Martial oder so, aber ich muss irgendjemanden ran. Ja. Bei United spiele ich im echten Fußball in der aktiven Stammelf? Also habe ich eine Stammposition? Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Oh mein Gott, aber ich würde jetzt ja warte mal, sagen. Ich war kein Engländer? Nein. Das heißt, ich war weder Rashford noch Lindgaard? Also das Nein zählt jetzt nicht, weil du das ja schon gefragt hattest. Mhm. Krass. Ich bin richtig out of order. Ich hätte jetzt, wie gesagt, der eine von den beiden genommen. Bin ich Franzose? Nee. Okay. Ja, moin. Das war's komplett. Ja. Also, ich sag mal so. Einen Plan habe ich gerade eher weniger. Das ist doch nicht, kann doch nicht so schwer sein, einen spanischen Barca-Spieler zu finden. eigentlich nicht. Ah, fuck. Wait, nein, der hat keine. Der spielt auch nicht mehr bei Barca. Fuck. Bin ich neu zu Barca gewechselt? Nein. Das heißt, ich spiele schon länger da, okay. Das heißt, ich habe ein niedriges Rating. Genau das ist das Brutale, weil gerade ich bin kein Engler, das macht mich so fertig innerlich. Ich denke mir so, nein. Welche Nation das kann ich nicht. Nur sein? Das ist das. Ich würde, glaube ich, gar nicht nach der Nation fragen, weil die findest du eh nicht raus. Gut, dann bin ich ja richtig down. Finde ich eh nicht raus. Ja, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Du kannst mir auch einen Tipp geben jeweils, weil ich komme ja auch nicht mehr weiter. Okay, dann würde ich sagen, wenn du das anbietest, dann nehme ich das doch mal an. Okay, ich weiß nicht, ob der Tipp jetzt zu viel bringt, aber Serbien. Matic. Ja. Okay, muss ich den nächsten Mal, aber ich habe den Tipp noch, den ich gleich dir sagen muss. Mhm. Spiele ich in einer der Top 5 Ligen? Ja. Spiele ich erneut in der Barclays Premier League? Nein. Okay, mein Tipp ist es, er spielt schon sehr, sehr, sehr lange mit bei Barcelona und auch, hat auch schon, ich gebe extra noch einen Tipp so drauf, mit Iniesta, Xavi und Messi zusammengespielt. Boah, das heißt, er muss schon ein richtig alter Hase sein. Ja. Iniesta kann es ja nicht sein, der ist ja schon weg. Richtig. Der ist ja vom Barca schon gegangen. Rafinha? Nein. Der spielt noch nicht so lange, ne? Das war noch so ein Junge. Genau. Fuck. Okay, ich gebe dir gleich einfach noch einen Tipp, weil ich glaube schon, dass du jetzt Credit out of order sonst bist. Hm. Okay, dann spiele ich in der Bundesliga? Nee. Verdammt. Mein Tipp ist es, der Vorname dieses Spielers besitzt auch ein Verteidigungsspieler von Real Madrid. Busquets. Ja! Okay. Wie heißt Busquets nochmal mit Vornamen? Sergio. Ich wäre absolut nicht drauf, mir ist gerade Busquets in den Kopf gekommen. Ich habe absolut nicht auf den Vornamen geachtet, ehrlich gesagt.
Aber danke alles für den gut. Tipp. Wer ist denn Verteidiger mit Sergio? Ramos. Ah, stimmt, da war was. Ja. Ja, gut. Okay. Also, wie gesagt, ich habe jetzt die Karten noch auf, damit ich alle über alle Daten was sagen, sagen kann. Und bei dir war ja auch irgendwie so, ne? Also nicht, dass ihr denkt, wie macht ja auch gar keinen Sinn zu schummeln oder so, aber sonst würde das Format ja keinen Spaß machen. Ich bin mal gespannt. Okay. Der nächste Spieler ist dann bestimmt wieder einer aus den Top 5 Ligen, oder? Mhm. Wieder aus der BBVA? Oh, das war Lucky Punch, aber ja. Wieder einer der drei Clubs, Atletico, Real, Barca? Ja. Dieses Mal ist aber bestimmt nicht Real, dieses Mal ist bestimmt Atletico, oder? Nein. Ah, Mann! Spiele ich in der Serie A? Nee. Das gibt es nicht, ich hasse das! das heißt, ich spiele bei Real Madrid, oder? Mhm. Habe ich ein Rating von über 87? Ja. Bin ich Verteidiger? Nein. Das heißt, ich spiele in der Liga. Nein. Hä? Hat. Warte mal. Eine Liga hast du vergessen. Achso, ja, gut, dann weiß ich schon welche. Oh, welch Wunder, welche ist es bloß? Wait, was war nochmal? Ich hatte gefragt, ob ich bei Real spiele, ne? Dass du ja gesagt und ich habe dann Verteidiger, genau. Spiele ich im vorderen Bereich, also Winger oder Stürmer? Nein. Hä, ja, aber fuck. Also, das heißt, ich spiele in der Liga BBV, also die letzte, die übrig geblieben ist. Ja. Spiele ich bei. So wie ich dich kenne, spiele ich bei Atletico? Nein. Was? Das, da hätte ich jetzt gewettet. Da hätte ich jetzt. War ich kurz Führung. Davor, weil Atletico halt einfach mein Lieblingsverein da ist. Deswegen, ja. Aber nee. Ich spiele im Mittelfeld. Was? Was? Torwart hast du mir gegeben? Was bist du denn für einer, Alter? Spiele ich bei Real? Ja. Spiele ich in der Verteidigung? Nein. Bin ich Navas? Alter, woher wusstest du das? Das ist auch noch Courtois außer, ja? Hey, das war. Ah, Courtois spielt ja auch, stimmt. Ja, nee, ja. Keine Ahnung, Navas war jetzt so der Erste, der mir in den Sinn gekommen ist. Okay, dann ist der Letzte, den du natürlich jetzt machst. Jetzt wird's brenzlig. Selbst wenn es ein bisschen so 17 Minuten ist, dann geht das noch vollkommen in Ordnung. Ja, wir sind bei 12:44. Ich rush eben durch. Ja, okay. Serie A. Nein. Ah, perfekt, hab ich mir schon gedacht. Okay, dann sag ich Mittelfeld? Nein. Oh, okay. Oh. Ja, jetzt auch Keeper keine Wort, dann triggert mich, dass es tot ist. Ich sag nicht. Premier League. Ja. Oh shit, das könnte ein Sieg sein. Stürmer. Ja. Nein. Du hast Stürmer gesagt, nicht Sturm. Ah, fuck. Ja, okay. Okay, dann würde ich sagen, spiele ich in Sturm? Ja. Also? Ja. Okay, spiele ich auf einer Flügelposition? Ja. Bin ich Bale? Nein. Oh nein, wer spielt denn dann drüben auf den? Ich weiß es nicht mehr. Bin ich Sané? Nein. Ja, moin, Digga, Alter, war sowas von eiskalt. das heißt, ich spiele auf dem linken Flügel. Ja. Ja, moin, ich habe gar nicht gesagt, ob links oder rechts, aber du warst. Ja, doch, du links trotzdem. Ja, wegen Bale muss ich ja. Okay. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Bin ich Asensio? Ja. Oh mein Gott, das war jetzt so richtig random. Ich wusste nicht mehr, ob da gerade auf linken Flügel noch überhaupt ist oder immer noch ZM. Okay. Letzter. Bundesliga? Nein. Nein! Spiele ich bei Manchester United? Nein. spiele ich, welche Mannschaften, welche Ligen hatte ich schon genannt? Nur Bundesliga. Hatte ich nicht auch Premier League gefragt? Nee. Sicher? Ja. Okay. Spiele ich in der Serie A? Nein. Nein, es gibt das nicht! So knapp wird das jetzt! Hä, anstatt dass du erstmal Premier League fragst? Also ich meine, es muss ja nicht sein, dass er da spielt, aber du sagst so, nach Premier League habe ich noch nicht gefragt, ne? Nee, er spielt dann in der Serie A. Ja, aber aus Prinzip, weil ich dachte, du sagst so, nee, weißt du, das ist so hinterdacht schon, warum ich das nicht gesagt habe. Ja, gut. Kann ja sein, dass du einen Schritt näher bist. Spiele ich auf dem rechten Flügel?
Ja. Bin ich Lukas? Nein. Ah, fuck. Spiel Barclays Premier League? Ja. Oh mein Gott, nein, Alter, bin getriggert. Dann würde ich sagen, spiele ich bei. Also, das ist eben Menu, genau, Menu, würde mich wieder killen. Man City? Nein. Nein! Wait, ich spiele rechter Flügel. Nee, das habe ich noch gar nicht gefragt. Ich spiele rechter Flügel. Ja, das hast du aber schon gefragt. Ach, rechter Flügel, wer spielt denn dann noch außer BPL? Spiele ich bei Man City? Nein. Oh mein Gott, Digga, oh! Okay, spiele ich bei Liverpool? Nein. Nein. Spiele ich bei Liverpool? Ja. Ja, jetzt ist nur die Frage, wer auf dem rechten Flügel spielt. Stimmt übelst obvious. Lallana? Nee, warte, Lallana ist Mittelfeldspieler. Nee, vergiss das. Wie hieß der nochmal? Fuck, nicht Lallana. Scheiße. Wait, wo spiel ich? Du musst gerade selber lachen. Tottenham. Bin ich Engländer? Nein. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Spiel ich bei Tottenham? Nein. Nein! Ich bin wieder United wahrscheinlich. Spiel ich. Ah, fuck. Wait, ich bin kein Engländer. Bin ich bei Tottenham? Bei Tottenham kein Engländer. Fuck! Bin ich. Oh, wait, wie heißt der denn? Habe ich ein Rating von 88 plus? Ja. What? Jetzt hast du mich gekillt. Jetzt habe ich gar keinen Plan mehr. Komme ich aus einem etwas bekannteren Land? Nein. Ah. Okay, jetzt. Ich musste lachen, weil wegen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich einen Fehler begangen habe. Glaube ich. Muss ich aber in der Schlacht nochmal nachgucken im Endeffekt, weil du hast eben eine komische Aussage getätigt. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Spiel ich bei Manchester United? Ja. Wie du auch noch gerade gesagt hast. Oh, Manchester United würde mich jetzt voll triggern. Ja, spiele ich im Sturm? Ja. Bin ich Sanchez? Nein. Nein! Ja. Tottenham. Eine Aussage bezüglich des Spielers, den du mir gegeben hast. Ja. Das Ding ist, wenn ich jetzt einen Tipp gebe, dann weißt du es direkt, weil. Weil es ja nur noch eins übrig, so, oder zwei oder so. Ich hab halt keinen Plan, wer da spielt. Bin ich neu dahin gewechselt? Nein. Ich hätte jetzt einen Tipp gegeben. Ja, egal. Okay, dann, würde ich sagen, bin ich Lukaku? Ja. Juhu! Aber warte, jetzt kommt das ganz Komische. Jetzt letzte Chance A, um auszugleichen. Aber das ganz Komische ist, wieso Tottenham? Ich habe doch Nein gesagt. Hast du Nein gesagt? Ich habe bei allen Fall. Also bin ich immer, ich kann mir in der Aufnahme, muss ich mir das angucken, aber ich bin der Meinung, ich habe Nein gesagt. Lol, ja, es ist nämlich nur noch, glaube ich, ein Feind übrig. Manchester habe ich gefragt. Weil Liverpool? Du hast sogar. Ja. Oh wait, dann habe ich Tottenham mit Liverpool verwechselt. Richtig! Weil du hast mich, ich habe gefragt und du hast gekontert und hast gesagt, spiele ich bei Liverpool, habe ich ja gesagt. Ah, oh, fuck. Aber wer spielt bei Liverpool? Ja, das ist die Frage. Das weiß ich nicht. Rechter Flügel Liverpool? Ja. Oha. Ich habe halt gerade gar keine Ahnung. Nicht so bekanntes Land, ja. Puh, Liverpool, wait.
Deutscher ist aber ein bekanntes Land. Türke? Auch ist das dein letzter Einwort, den du einloggst? Ein Türke? Finde ich ein Türke? Nein, Bruder, nein. Soll ich auflösen? Ja. Weil du hast ja gesagt, du bist Mohammed Salah. Oh, bruh. Oh, Junge, da hätte ich halt so safe draufkommen können. Du hättest gewonnen, sowas von safe. Ich hatte gar keine Chance eigentlich ab dem Moment, wo du noch eine Mannschaft hattest und du wusstest, du bist Liverpool rechter Flügel. Ich dachte, nein, ist es vorbei. Juhu! Fuck. Sieg auf meinen Kanal und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert mal, ob wir das öfter machen sollen und schaut auch gerne bei FIFA Victory vorbei. Der oberste Link natürlich in der Beschreibung, da werden wir jetzt eine Rückrunde drehen. Ja. Und ja, die Abschlussworte überlasse ich dir. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir mega viel Spaß gemacht mal wieder. Gerne öfter. Ich freue mich drauf und wie gesagt, auf meinem Kanal wird es mit Sicherheit genauso lustig und ja, dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr rüberkommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal von meiner Seite und ja, ciao. Ciao.